Einen wundervollen, schönen, guten Sonntag und vierten Advent. Tja, heute ein ganz wichtiger Spruch, den ich ja unglaublich schön finde und schon sehr lange kenne. Und zwar, viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die uns zeigen, wer wir wirklich sind. Und ich habe diesen Spruch aus keinem geringeren Band als Harry Potter, und das sagt Dumbledore nämlich zu Harry, als er... Als Harry so zweifelt wegen, ist er Slytherin, ist er Gryffindor. Und dieser Spruch ist unglaublich schön, weil wenn man daran erkennt, was eigentlich einen Menschen ausmacht. Es sind zum einen seine Fähigkeiten und Eigenschaften, und zum anderen sind es aber auch seine Entscheidungen. Ja? Es gab viele schlechte Beispiele und viele schöne Beispiele in der Geschichte der Menschheit, wo jemand Fähigkeiten hatte und dann anhand der Entscheidung diese zu sehr großem Leid und sehr großem Bösen oder andersherum zu sehr schönen und sehr guten Dingen geführt hat. Also es ist so ein bisschen wie Fähigkeiten und Eigenschaften sind sehr wertvolle Dinge, die man schon hat. Es sind sozusagen die Materie, und man mit der Entscheidung. Und daran erkennt man dann halt, wie edel ein Charakter in seinem Leben gereift ist, würde ich so formulieren, frei nach Schiller. Daran erkennt man, oder mit der Entscheidung hat man denn die Richtung festgelegt, in der das denn gehen soll, in der man seine eigenen Potenziale schiebt. Ja? Und darum ist dieser Spruch unglaublich genial. Also schaut mal in euer Leben. Ich bin überzeugt davon, dass ihr wunderbare Fähigkeiten habt. Aber seid ihr davon überzeugt, dass ihr auch die richtigen und schönen Entscheidungen getroffen habt? Und wenn nicht, ja, dann habt ihr jetzt eine Hausaufgabe. Vielleicht eine gute Sache fürs nächste Jahr auch. Ne? Also, einer meiner Lieblingssprüche hier für euch, kostenlos. Aber nicht umsonst. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ich würde so ein bisschen behaupten, wie reif wir wirklich sind, geworden sind. Ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen als lebt wohl und habt einen schönen Rest vierten Advent.